Einen wunderschönen guten Morgen aus Embarcarve in der Dominikanischen Republik. Ja, dieser in der Nähe der Stadt Puerto Plata gelegene Hafen ist so das Haupteinfallstor für die Kreuzfahrtschiffe in die nördliche Dominikanische Republik. Und dieses Gebiet werden wir uns heute im Rahmen eines Karneval-Ganztagsausflugs anschauen. Dann würde ich sagen, lasst uns losgehen und habt viel Spaß mit uns in der Dominikanischen Republik. Willkommen in der Dominikanischen Republik. Country? Yes. Yes. Welcome home. Welcome home. Yeah. It's beautiful country. It's also very interesting tours today. And I'm gonna be with you today. My name is Rambo. So, erstes Ziel ist eine Zigarrenfabrik. Das ist ja der typische Kaffee aus der Dominikanischen Republik. Der wird in sehr kleinen Fläschchen angeboten, also die Portionen sind recht klein. Es wird generell Zucker dazu gegeben und der Kaffee an sich schmeckt unglaublich mild, ist sehr säurearm, also wirklich ausgesprochen lecker. Wir haben jetzt gerade noch eine Packung echten Kaffee mitgenommen, der war einfach zu lecker und 10 Dollar für einen Pfund Kaffee ist nun wirklich nicht zu viel. Tja, und jetzt geht's weiter. Ja, wir sind im Unabhängigkeitspark angekommen und jetzt schauen wir uns die größte Kirche in Puerto Plata an. Okay, wir haben gerade eben die Kirche besichtigt, das war sehr schön. Und jetzt geht's in einen Laden, in dem Edelsteine verarbeitet werden. This is amber. You know amber? In amber is a tree sap. You know? That's why you need to be careful when you're gonna when you're going to buy amber. It's a tree sap. In amber
when you put it in the salt water, the real one floats. That and the fake one thin. You know, they made an imitation of plastic, plastic and glass. Das hier ist Mama Juana und das ist Rotwein mit Zimt und Rum und noch ein paar leckeren Sachen drin. Ja, mal schauen, wie es schmeckt. Okay, sehr scharf, sehr süß. Also man kann das wirklich nur in kleinen Mengen trinken, aber an sich, ja, nicht schlecht. Mama Juana könnt ihr euch merken, wenn ihr in die Dominikanische Republik kommt. In der Regel sind wir für solche Shops hier gar nicht besonders anfällig. Was wir aber an jedem Ort mitnehmen, an dem wir sind, ist ein entsprechender Magnet. Tja, und die gibt's hier. Mal schauen, was es für eine wird. Und wohin geht's jetzt, Benny? Zum Schokoladenfabrik. Jawohl. In der Schokoladenfabrik angekommen. Hier gibt es neben einem wirklich leckeren Schokoladenkuchen auch das hier, nämlich echte heiße Schokolade. Gerade mal probieren. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Also wirklich super lecker, extrem schokoladig. Hat auch einen ganz seltsamen Geschmack, der wirklich toll ist, den ich aber jetzt nicht so genau definieren kann. Mmh. Ja, so ein bisschen karamellig, also wirklich extrem lecker. So, das ist ja also die Kakaobohne, die kann man sogar pur essen. Soll wohl sehr gesund sein. Ja, gar nicht übel. Bisschen herb halt, ne? Und so sieht also echte Kakaobutter aus. Ja, und damit ist unser Besuch in der Schokoladenfabrik auch schon wieder zu Ende. Es war wirklich sehr schön und sehr informativ hier. Nachher geht es noch auf ein Landgut, da werden wir uns dann noch ein paar tropische Pflanzen anschauen und ein tropisches Mittagessen steht auch noch auf dem Plan. Tja, und was das Shopping betrifft, ja, wir haben dann noch kräftig zugeschlagen und ordentlich Schokolade aus der Dominikanischen Republik mitgenommen. Ja, und das ist unser Mittagessen heute. Ein typischer Eintopf, wie man ihn hier isst. Der besteht zum großen Teil aus Reis, dann aus zwei Fleischsorten. In unserem Fall ist das Schwein und Geflügel. Typischen Gemüse und on top gibt es dann noch frische Avocado obendrauf. Also das ist wirklich sehr, sehr lecker. Ja, wir hatten das Mittagessen jetzt ja auf einer wunderschönen Farm und wir schauen uns gerade noch ein bisschen die Ländereien an. Hier wachsen nicht nur Bananen, hier gibt es auch Kaffeepflanzen, hier gibt es auch Kakao, hier gibt es also ganz viele verschiedene tropische Früchte. Ja, und schauen wir uns noch ein bisschen die Umgebung an hier.
Ja, unser Rundgang durch den Garten ist zu Ende und wir sind jetzt hier in der Rumbrennerei der Firma Brugal angekommen. Brugal ist der drittgrößte Rumproduzent weltweit. Hier wird uns gerade erklärt, wie der Rum hergestellt wird und nachher darf auch noch ordentlich probiert werden. Und mit einem leckeren Agaven-Mojito endet dieser Ausflug. War wirklich super klasse. Jetzt geht's zurück zum Schiff. Zum Wohl. An Bord und schon auf dem Weg zum Auslaufen. Auf geht's an Deck. Viel Spaß! Mittlerweile haben wir es kurz vor 20 Uhr und damit ist es Zeit zum Abendessen. Und wie ihr an mir sehen könnt, ich habe jetzt nur ein T-Shirt an. Der Dresscode heute Abend ist Casual, das ist übrigens meistens bei Carnival. Es gibt ein, zwei Abende pro Reise, da wird eine etwas feinere Kleidung erwartet, das sind dann die Elegant Nights. Aber wie gesagt, normalerweise reicht ein T-Shirt, eine längere Hose und halbwegs ordentliche Schuhe, um gemütlich im Bedienrestaurant Abendessen zu gehen. Tja, ihr Lieben, gerade kommen wir vom Abendessen aus dem Bedienrestaurant zurück und was soll ich sagen, es hat uns allen wieder wunderbar geschmeckt. Tja, das war dann auch schon unser Tag in der Dominikanischen Republik und wir hoffen natürlich, dass es euch heute gefallen hat. Wenn dem so war, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, sehr gerne auch ein Abo. Tja, und morgen geht's dann auf den amerikanischen Jungferninseln für uns und für euch weiter. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut, euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.